Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf Hof Community. Ja, die Rübenernte, die stockt immer zwischendurch, weil die BGA nichts annimmt, habe ich mir gedacht. Dann presse ich jetzt erstmal das Haferstroh, ne? Dass das auch fertig ist. Der Rapsacker ist geflügt. Wir können die Kartoffeldriffel uns jetzt auch so langsam zulegen. Dann können wir da nämlich Kartoffeln in Bogen drücken, ne? Dann ist das auch mal so langsam. Können wir gleich kaufen. Aber ich wollte noch ein bisschen warten. Mein Ziel ist es, noch einen neuen Trecker dazu zu kriegen. Vielleicht können wir das ein bisschen durch die Stroheinnahmen noch generieren. Wäre schön, den alten Fendt und die Kartoffeldrille. Den LSA, den 6. Die 6er Reihe. Und mir fehlt, ich merke das immer mehr, mir fehlt an noch ein Trecker, ne? So, jetzt, wo wir größer werden, dann hast du hier einen Trecker, dann willst du da nicht immer umtüdeln. Und irgendwie fehlt immer ein Schlepper, ne? Und das Problem möchte ich jetzt beseitigen, indem wir uns mal einen neuen Schlepper zulegen mit der Kartoffeldrille, ne? Ah, ich weiß aber auch noch nicht, ob das alles so klappt, ne? Von der Kohlen. Müssen wir sehen. Wir müssen auch eigentlich noch Kredit zurückzahlen, aber wir brauchen echt noch einen neuen Schlepper. Ich hatte ein bisschen gestreamt, ne? Da haben wir Getreideschrot verkauft und so. Könnt ihr euch ja noch angucken. Nee, das ist hier so komisch. Ich hätte unten anfangen müssen. Na egal, fahren wir jetzt hier lang. Machen wir jetzt hier fertig. So. Geht eigentlich von der Kohle her, ne? Aber Rüben verkaufen, das bringt ja gar nichts, ne? Ich habe 3000 Euro für einen Hänger gekriegt. Ey, dafür fahre ich die nicht weg. Dann warte ich lieber immer. Da war ja auch das Problem, dass du mit dem Truck überhaupt nicht Rüben machen kannst. Und nicht den Roder alleine ziehen. Der ist wohl hinten vorne zu schwer oder hinten zu leicht. Der lässt die Hälfte der Rüben dann liegen und deswegen hatte ich den Fender vorgehangen. So. Und dann immer mit dem Truck die Rüben weggefahren und hatte schon mal Laub immer geschlagen zwischendurch wieder. Dass wir da so ein bisschen vorankommen, ne? Deswegen, es fehlt einfach noch ein Schlepper. Für Feldarbeiten ist der MB-Truck echt super mit Curseplay. Aber bei manchen Arbeiten. Oder wir müssen den Stein da hinten mal verkaufen, ne? Gibt's ja so einen Gewichtestein. Vielleicht wird das besser, aber ich weiß das auch nicht. Keine Ahnung, kann sein. Da müssen wir mal schauen. Ja, mir ist halt noch wichtig, dass der Acker jetzt leer wird. Kann der auch noch bearbeitet werden, ne? Ist halt eine Pachtfläche. Wenn wir den Rübenacker nicht da so richtig leer kriegen, also nicht nochmal bestellt kriegen, da kann ich mit leben, ne? Weil wir die Rüben dann nicht zwischenlagern müssen. So kann ich die immer direkt in den BGA feuern. Das ist ganz sinnig, aber hier diese Äcker, die müssen frei sein, die müssen wir noch bewirtschaften können. Das ist mir wichtig. So ist zumindest der Plan, ne? Ob der Plan aufgeht, das ist ja immer so eine Sache bei mir, ne? Kannst nie wissen. Da wir das Stroh nicht brauchen. Der Roggen und der Hafer sind auch reif, aber ich lasse das jetzt echt mal stehen bis in die letzte Wachstumsstufe, wo wir den Roggen eigentlich bräuchten. Aber ich warte jetzt noch ein bisschen. Dann machen wir da hinter Getreideschrot von. Das geht ja dann wieder ruckzucki. Zucki. Dass wir da ein bisschen mehr Ertrag haben. Nee, Patische, jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Musst du noch ein bisschen warten. Ja, fein. Läuft, Patische. Ja. So, richtig gut. Da kommen auch ein paar Billiges zusammen. Ich hoffe, das rentiert sich. Aber wie gesagt, das jetzt hier auf dem Acker wieder liegen lassen, dafür ist es mir zu schade, das Stroh, ne? Es gibt auch ein paar Euro und okay, man darf die Arbeitszeit nicht rechnen und so, ne? Aber trotzdem, was wir haben an Geld, das haben wir an Geld. Müssen wir mal ganz ehrlich sagen, ne? Dafür können wir das auch eben runterholen und verkaufen. Ist zumindest meine Meinung. Ich weiß ja nicht, wie eure Meinung ist, aber ich bin schon dafür, dass wir das dann immer verkaufen. Zum Liegen lassen ist das zu schade.
Mit den 6000 Liter Ballen geht das ja einigermaßen, ne? Passat. Patische, was willst du? Willst du den Leuten auf YouTube auch noch ein bisschen was vormauzen? Hm? Das kannst du doch so gut. Ja, wolltest du denen was vormauzen? Ja, mach mal. Sing dir mal ein Lied, wie jeden Morgen um 3:45. Kannst du doch auch singen durch die Bude, wenn dann andere Leute noch schlafen wollen. Nein. Patische. So. Läuft das, ne? Wenn mein Kater einen nervt, dann nervt er einen, ne? Kennt ihr nix. Haben wir das auch bald fertig hier, ne? Richtig gut. Das läuft, liebe Leute. Ja, wie gesagt, ne, das Stroh wird vertickert, dann kommt die Kartoffellegemaschine. Ja, ich kann die natürlich schon kaufen, aber es bringt uns im Moment nichts. Ich habe echt keinen Schlepper frei. Deswegen, wir brauchen wirklich noch einen neuen Schlepper. Das können wir jetzt noch in dieser Folge gleich gucken. Was mir da so vorschwebt, wenn wir unten an der Bahn sind. Ich glaube, dann ist die Folge auch lang genug. Oder Strohpisten ist jetzt nicht gerade so der Burner, aber ihr könnt es nachvollziehen. Es ist zumindest immer mein Hintergrund, wenn ich die Folgen mache. Ich finde es dann immer ganz schön, dass man das dann auch nachvollziehen kann. Was, wie, wann, wo und so. Ich finde das immer dumm, auch bei anderen YouTubern, wenn die was machen und man kann die Hälfte nur nachvollziehen, weil man es nicht mitgekriegt hat. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, immer die Arbeitsschritte zu zeigen, dann lieber mal eine Folge kürzer zu machen, aber man weiß, worum es geht, ne? Man hängt nicht so dahinterher. Das ist in meinen Augen nicht immer ganz so schön. So, bleib du mal eben hier stehen. Kannst auch aus. So, da müssen wir eben gucken. Also Traktoren. Hier war der, glaube ich, Boy, ne? Müssen wir eben nachgucken. Hier den alten hätte ich gerne. Ich würde gerne den nehmen. Und dann, ja, ne? Sind auch schon mal locker 40.000 mit Ausstattung. Was kosten? Ja, und den würde ich nehmen, ne? Guck mal, sind schon 51.000, ne? Da ist noch nichts Vernünftiges dran, aber der würde mir vorschweben. Aber ihr seht's ja, ein bisschen dran gemacht, ne? Ruckzuck bis bei 60.000. Was ist da? Ist der billiger? Ne, kostet genauso viel, ne? Ne, kostet 44.000. Warum ist der denn billiger? Weil der älter ist, oder was? Ne, wir können auch die Baureihe nehmen, ne? Hat der RMT, hat der, glaube ich, ne? Mit Fronthydraulik. BKT würden wir nehmen, ne? Die sehen doch ganz schnuckelig aus, oder? Fredestein? Ne, BKT, ne? Die sehen doch ganz sinnig aus. Reifenzaun bis zu 100%. Ne, 125. Frontladeranbau braucht er nicht. Fronthydraulik hat er. Sollen wir uns den kaufen? Dann haben wir den schon an Hof, ne? Dann fehlt uns nur noch die Kartoffellegemaschine. Aber wir haben noch einen Schlepper. Was meint ihr? So würde der auf den Hof kommen. So würde ich den kaufen. Das könnt ihr ja mal bitte in die Kommentare schreiben, aber der würde jetzt noch auf den Hof kommen. Ja, und halt die kleine Kartoffeldrille. Legemaschine, ne? Ja, die kaufen auf jeden Fall jetzt schon. 21.000, die kommt auf den Hof, die kaufen wir. Den Rest müssen wir halt jetzt wieder erwirtschaften. So Leute, dann sage ich erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, macht einen Daumen runter, schreibt einen netten Kommentar dazu. Dann weiß ich Bescheid und kann das nachvollziehen.
Und wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.